Mein Name ist Marie Leifheit, ich bin Schülerin der 10. Klasse des Gymnasiums Philanthropinum und ich bin hier als Vertreterin des Stadtschülerrats. Mir gefällt an der Stadt besonders gut, dass ich alles sehr schnell mit dem Fahrrad erreichen kann und dass auch drumherum sehr viel Grünes ist, also mit den Parks, Wölzer Gartenreich. Also ich vermute mal, dass Ansiedlung von zukunftsweisender Wirtschaft sehr produktiv wäre und dass auch mehr Arbeitsplätze für die Zukunft da sind. Also wo man auch wirklich Perspektiven hat, dass man hier bleibt, dass man sagt, okay, ich bleibe hier, ich kann mir hier eine Familie aufbauen, ich habe einen guten Arbeitsplatz, ich verdiene gut. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also ich spreche ja für die Jugendlichen und ich würde mir wünschen, dass mehr Zusammenarbeit zwischen den Schulen ist, aber auch zwischen der Fachhochschule, dass man vielleicht mehr Möglichkeiten hat, hier zu studieren oder eine Ausbildung zu machen und einen besseren Übergang auch hat. Also einmal finde ich die Verbesserung, den Ausbau der Innenstadt sehr wichtig, weil man merkt doch, einige Läden schließen und vielleicht auch ein bisschen eine Umgestaltung fände ich sehr schön, aber auch, dass die Jugendlichen eingebunden werden, dass vielleicht auch was für die Jugendlichen entsteht in der Innenstadt, wie zum Beispiel irgendein Platz, wo sie sich mal zusammentreffen können, im Innenraum oder so. Wir sind eine geschichtsträchtige Stadt und wir brauchen dich, um die Stadt zu verbessern und offener zu gestalten.